Ein herzliches Hallo aus unserem Kanal 3 Studio. Ich freue mich, dass ich Sie auch diese Woche durch unser aktuelles Obersteiermark-Magazin führen darf. Wie gewohnt gibt's vorab eine kurze Themenübersicht. Zeltweg darf sich über einen neuen Bürgermeister freuen. Die Pro-Leber-Brücke in Leoben konnte eröffnet werden. Wir schauten uns das Konzert Tokyo Live at Spielberg an und waren beim Pressefrühstück in der Volksbank Leoben. Natürlich gibt's auch diese Woche einen neuen Besserwisser-Check für Sie. Oberst Edwin Bekowsek hat sich in den Ruhestand verabschiedet und somit fand kürzlich die Kommandoübergabe des Fliegerabwehrbataillons 2 am Fliegerhorst Hintersteußer in Zeltweg statt. Das Ganze habt Acht! Die Kommandoübergabe des Fliegerabwehrbataillon 2 am Fliegerhorst Hintersteußer in Zeltweg ist vollzogen. Nach knapp 14 Jahren ist Oberst Edwin Bekowsek in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Seit 1981 in der Kaserne, davon auch 12 Jahre Garnison und Kasernenkommandant, gab es für ihn immer die Devise: Für jedes Problem gibt's eine Lösung. Vermissen wird er zukünftig. Das Allermeiste, was ich verwiesen wäre, ist hier der Fliegerhorst Zeltweg. Das muss ich ehrlich sagen. Es war eine wunderschöne Zeit, hier mit Menschen zusammenzuarbeiten und nicht nur einfache, sondern auch schwierige Aufträge zu erfüllen. Viele gemeinsame Einsätze, nicht nur mit den Soldaten, sondern auch hier mit den Einsatzorganisationen im Eichfeld, bei den vielen Großveranstaltungen. Und das war einfach Weltklasse und das möchte ich nicht vermissen und wäre in Zukunft vielleicht dann ein bisschen vorbeischauen. Menschlichkeit, Wertschätzung und Respekt, das waren die Hauptzutaten für seine Arbeit. Besonders hervorgehoben hat er auch die gute Zusammenarbeit mit seinen Vorgesetzten und der Personalvertretung, die ihn unterstützten und ihm ihr Vertrauen schenkten. Eben solche wünscht er auch dem zukünftigen Kommandanten. Oberstleutnant Ewald Papst möchte seine Führungsarbeit gleichartig anlegen. Das Schwergewicht liegt bei mir eindeutig in der Personalführung. Wenn uns auch das Material oder die Waffensysteme etwas wegbröckeln, weil sie natürlich auch schon in die Jahre gekommen sind, so ist also wirklich das größte Kapital, das wir besitzen, ist einfach der Soldat, das Individuum. Und das gilt es trotz der widrigen Umstände, sage ich mal, aus denen auch noch was herauszukitzeln und entsprechend motiviert zu halten. Das ist hier die größte Aufgabe. Brigadier Robert Stadelhofer übergab mit der Insignie auch Wünsche für die zukünftige Aufgabe. Dem neuen Kommandanten wünsche ich viel Soldatenglück, aber vor allem, dass die Investitionen, die dringend erforderlich sind im österreichischen Bundesheer, beziehungsweise in der österreichischen Fliegerabwehr im Besonderen, dass die eintreten, dass die Politik erkennt, dass Schutz auch etwas kostet, und das wünsche ich ihm. Eine Murtaler Eiche, so bezeichnet Landtagspräsidentin Gabriele Kollar Oberst Bekowsek, der nun Abschied von seinem Fliegerhorst nimmt. Auch wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir bleiben gleich in Zeltweg, denn dort fand im Gemeinderatssitzungssaal die Bürgermeisterwahl statt. Resultat: Die Gemeinde darf sich über einen neuen Stadtchef freuen, der einstimmig gewählt wurde. Ich gelobe. Die beiden Wörter hörte man kürzlich im Gemeinderatssitzungssaal in Zeltweg. Voll gefüllt war er und interessiert verfolgte man die Wahl des neuen Bürgermeisters. Als Kandidat wurde Ingenieur Günter Reichhold, ein durch und durch Zeltweger, wie er sich selbst bezeichnet, gestellt. Und der Zuspruch, der war eindeutig. 22 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte waren anwesend, 22 Zustimmungen, die gab es. Eine große Besonderheit und ein großer Vertrauensakt, der hier gesetzt wurde. Meine Vision ist es, beizutragen, dass Zeltweg die lebenswerteste, bildungsinnovativste sowie bürgerfreundlichste Stadt im Eichfeld wird. Das waren die Worte des neuen Bürgermeisters schon vor seiner Wahl, die er nach der Angelobung nochmals in aller Deutlichkeit bestätigte. Die anwesenden Politikerinnen und Politiker der Umlandgemeinden und allen voran die Landtagspräsidentin Gabriele Kollar gratulierte ganz herzlich. Glückwünsche kamen auch von Seiten der übrigen Stadtparteimitglieder. Aus voller Kraft und aus ganzem Herzen, gemeinsam bewegen und gestalten, das sind die Ziele vom neuen Bürgermeister der Stadt Zeltweg, Ingenieur Günter Reichhold.
Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte die Proleba-Brücke feierlich eröffnet werden. Sie verbindet in Leoben nicht nur zwei Stadtteile, sondern auch Menschen. Brücken verbinden. Und eine neue Geh- und Fahrradbrücke verbindet die Menschen der Proleba-Siedlung mit den Menschen des Stadtteils Leoben-Lerchenfeld. 2,4 Millionen Euro wurden dabei insgesamt investiert. Naja, es ist ein lang gehegter Wunsch gewesen, diese Brücke zu bauen. Jetzt ist es gelungen, die Mur auch auf dieser Seite quasi zu überqueren von der Proleba-Straße Richtung Lerchenfeld. Es ist aber mit auch ein Grund, und da bin ich sehr froh, dass die Stadt Leoben also hier gemeinsam mit dem Land Steiermark diese Brücke errichtet hat, weil es wird ja in weiterer Folge auf der anderen Seite dann in der Zukunft eine Haltestelle der S-Bahn geben. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn der öffentliche Verkehr genutzt wird, dass man also hier aussteigen, einsteigen kann mit der Brücke rüber und hier, wo die Menschen wohnen, dass also den öffentlichen Verkehr nutzen können. Der kombinierte Geh- und Radweg wurde in ziemlich genau einem Jahr erbaut. Er weist eine Länge von ca. 80 Metern auf. Die Rampenlänge beträgt 50 Meter, der Radweg ca. 240 Meter. Wir bauen eine Brücke zwischen Menschen, zwischen Stadtteilen und vor allem eine große Brücke in die Zukunft für Leoben. Mit dieser Brücke werden wir ein neues Wohn- und Siedlungsgebiet haben, wo man beste Anbindungen an den öffentlichen Verkehr mit einer neuen S-Bahn-Station hat, wo es dann ganz einfach wird, über den Radweg ins Zentrum von Leoben zu fahren. Also eine riesen Zukunftschance. Und ich freue mich wirklich, dass sich unser Leoben so gut entwickelt. Gemeinsam mit dem Kindergarten Judendorf und der Volksschule Seegraben sowie der Bergkapelle Seegraben wurde die Eröffnung gefeiert, bei der sogar eigens ein Gedicht verfasst und vorgetragen wurde. Die Leute wünschen sich immer Verbindungen und Harmonie. Leider ist es dann in der Praxis untereinander nicht immer so. Da siegt oft das Ego. Da kann ich nur aufrufen zu mehr Miteinander. Und vielleicht ist diese auch symbolisch, die Brücke auch symbolisch zu sehen, dass sie die Menschen mehr zueinander führt. Aber glaube ich, heute war das schon optimal erkennbar. Es sind viele Leute aus anderen Stadtteilen gekommen, zum Teil mit den Fahrrädern, aber auch speziell aus den Bereichen Lerchenfeld, Mühltal, Nennersdorf. Das freut mich. Rockmusikfans dürften im Kulturzentrum Spielberg auf ihre Kosten gekommen sein. Gleich zwei absolute Kultbands präsentierten sich in Höchstform und sorgten für einen unvergesslichen Abend. Für einen Rockabend der Superlative sorgten im Kulturzentrum Spielberg gleich zwei Kultbands. Mit Tokio erwartete die Besucherinnen und Besucher internationale Rockmusik, performt von exzellenten Musikern. Eingeleitet wurde das Event von der Band Welcome. Ja, freuen wir uns natürlich sehr, dass wir ja, zu Beginn unserer Herbstsaison sicher eine der größten Rockbands aus dem deutschsprachigen Raum mit Tokio hier in unserem Haus haben. Präsentieren ja eine neue CD live in Spielberg und mit der Vorband Welcome. Ich glaube, es ist für alle Fans der Rockmusik angerichtet. Das Live-Album ist eigentlich durch Zufall entstanden. 2013 hat Robin Musenbichler mit dieser Tokio-Formation, die vor 19 Jahren schon einmal oben am Österreichring gespielt hat, bei uns ein Comeback gefeiert mit der Knittelfelder Kultband Welcome. Und dieses Konzert ist zufällig mitgeschnitten worden. Ja, und der Robi hat daraus eine CD produziert, Tokio Live at Spielberg. Und mal auf einen großen Plattencover, das was europaweit in den Radiosendern läuft, das ist für uns schon eine große Geschichte. Da Sänger Klaus Luley aus Gesundheitsgründen nicht mehr dabei sein kann, performte die Band mit neuem Sänger Flo Braun. Wir werden hier ein musikalisches Feuerwerk ablassen. Und wir werden die ganzen Titel, die auf CD hier entstanden, besser gesagt aufgenommen wurden und produziert werden, die werden wir heute live kredenzen. Wieder mal sehr schön in Österreich zu sein. Ja, die Leute sind super, die sind so lieb, alles zu uns. Und das Essen ist hervorragend. Und wir spielen in Spielberg wieder, wo wir unsere Platte aufgenommen haben. Wunderbar.
Eine gelungene Premiere, bei der bestimmt alle Rockmusikfans auf ihre Kosten kamen. Kundennähe ist vor allem in Zeiten der Digitalisierung immer wichtiger. Die Volksbank Steiermark hat seit Frühjahr 2019 ein neues Betriebsmodell und wie dieses aussieht, haben wir beim Pressefrühstück erfahren. 33.000 Privatkunden und 3.000 Kommerzkunden. Diese sollen in Finanzangelegenheiten bestmöglich beraten und betreut werden. Modern und nah am Kunden. Nach diesem Motto hat die Volksbank Steiermark ein neues Vertriebsmodell auf die Beine gestellt, das nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter Vorteile mit sich bringt. Das neue Vertriebsmodell in der Obersteiermark bedeutet, dass wir uns quasi dem Kunden entsprechend mit unseren Beratern einstellen. Der Kunde kann davon ausgehen, dass er entsprechend seinen Bedürfnissen bei uns serviciert wird und der Mitarbeiter kann sich entsprechend seines Berufsbildes vorbereiten und auf den Kunden einstellen. Die 30 Filialen sind in 9 Verbünden organisiert. Alle Kernkompetenzen sind in jedem Filialverbund abgedeckt. Die Berater konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft, sodass dem Kunden für jedes Thema ein Experte zur Verfügung steht. Diese hochprofessionelle Beratung ist in Zeiten wie diesen unserer Meinung nach nur mehr möglich, wenn sich unsere Kundenberater spezialisieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ein Kommerzkundenberater ist für den Firmenkunden da in allen Fragen, was die Bilanz betrifft, die Analyse betrifft, Förderungen betrifft etc. Das ist sein Spezialgebiet. Sein Spezialgebiet sind nicht die Veranlagungen. Dafür hat einen Kollegen, der wird zum Gespräch dazugezogen. Das heißt eine duale Betreuung. Der Hauptbetreuer ist immer dabei, der Firmenkundenberater und der Anlageberater berät den Firmenkunden dann bei Anlageformen. Wichtig für die Kundennähe ist außerdem die sogenannte Opti-Channel-Strategie. Auf persönlicher Ebene stehen die spezialisierten Berater in den Filialen und auch beim Kunden vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Einfache Bankgeschäfte können telefonisch über das Kundenservice-Center abgewickelt werden. Das Online-Banking steht rund um die Uhr zur Verfügung. Als Hausbank orientiert sich die Volksbank mit dem neuen Modell an den Kundenbedürfnissen und verspricht eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Natürlich haben wir auch diese Woche wieder für Sie einen neuen Besserwisser-Check powered by Stadtwerke Judenburg AG. Wie lange dauert es, bis eine Mehrwegflasche verrottet ist? 450 Jahre. 15 Jahre. 450 Jahre, glaube ich. 450 Jahre. Ah. 450 Jahre. Boah, ich hätte gesagt 450. 450 Jahre. 450 Jahre. Das 10 Jahre Jubiläumsprogramm in Spielberg. Am 12. Oktober ab 10 Uhr gibt's den Tag der offenen Tür im Stadtamt Spielberg. Musikalisch umrahmt wird das Programm von den Blechquetschern im Rondo. Der Tag der offenen Tür am 12. Oktober ab 10 Uhr im Stadtamt Spielberg. Kultur im Zentrum Spielberg. Das neue Herbstprogramm präsentiert Ihnen Kulturleiter Rudi Weißenbacher. Donnerstag 10., Freitag 11. und Samstag 12. Oktober wird es jeweils ab 19.30 Uhr hier bei uns im Kultur im Zentrum eine Premiere geben, und zwar Paul Bezerra und Otto Jaus werden wieder auf der Bühne stehen, und zwar mit dem neuen Programm Wer nicht fühlen will, muss hören. Ja, über die Jungs, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel sagen, wie der Paul noch solo unterwegs war. Hat er, glaube ich, 16 Mal bei mir gespielt, mit dem alten Programm, und 3-mal oder 4-mal bei uns da. Ja, und jetzt da kommen es gleich einmal 3 Tage, weil sie sagen, es zahlt sich ja gar nicht aus,
Wenn man denkt, sie haben die Wiener Stadthalle mit 11.500 Leuten vollgespielt. Aber ja, die Veranstaltung ist leider schon ausverkauft mit Einzelkartentickets. Es gibt noch ein paar Tickets über Kulturpasskarten, die ausschließlich bei uns im Kulturbüro in Spielberg. Und da sollte sich jeder, der was diese Premiere miterleben will, sich sputen, weil die Karten werden, die paar, was man haben, gleich weg sein. Eine starke Kombi, das schärfste Bild und das schnellste Netz der Region. Mit unseren Fiber-Kombi-Paketen. 50, das Allrounder-Paket. 100, unser Bestseller-Paket. Und 200, das Power-User-Paket. Jetzt 3 Monate gratis bei Anmeldung bis 31. Jänner 2020. Alles einsteigen in das schnellste Netz der Region. Also das könnte besser werden. Und schön wär's, wenn... Und das wäre auch noch super. Jetzt gilt, hätti wari titti war gestern. Sag's der Region, du hast jetzt die Chance mitzugestalten und wir hören dir zu. Deine Anregungen und Ideen kannst du bei unseren Roadshows, den fix aufgestellten Ideenboxen in den Gemeinden, unter ir.murtal.at/sagsderregion oder auf Facebook einbringen. Gemeinsam für eine weitere positive Entwicklung im Murtal. Alle wichtigen Informationen findest du unter ir.murtal.at/sagsderregion. Der Region mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Das Basis-HD-Paket, jetzt neu im Netz der Stadtwerke Junburg AG. Das Basis-HD-Paket gibt es um 7,90 € im Netz der Stadtwerke Junburg AG. Robert Kalbschädel ist seit Juli der Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice Judenburg. Er hat mit uns über das AMS und die Arbeitsmarktsituation im Murtal geplaudert. Unser Interview der Woche. Vermittlung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung für Arbeitssuchende. Das alles bietet das Arbeitsmarktservice. Es ist aber nicht nur Anlaufstelle für arbeitssuchende Menschen, sondern auch für Unternehmen, die auf Personalsuche sind. Aber darüber kann uns unser dieswöchiger Interviewgast, der Robert Kalbschädel, bestimmt genauer berichten, denn er ist der Geschäftsstellenleiter des AMS Judenburg. Hallo Robert, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne, habe ich gerne Zeit. Ja, zum Arbeitsmarktservice, das ja die 25-Jahr-Feier heuer durchgeführt hat. Uns gibt es ja seit 1994, vorher war ja das Arbeitsamt und die Arbeitsmarktverwaltung, hat verschiedenste Dienstleistungen, die nach bestimmten Richtlinien ausgeprägt sind, nach den Kernprozessen, Service für Arbeitskräfte, Service für Unternehmen und natürlich auch die Berufsinformation. Das sind unsere Hauptpunkte. Dazu kommen natürlich auch noch die finanziellen Leistungen, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Bildungsteilzeit, Bildungskarenz, Altersteilzeitgeld und so weiter. Wir haben sehr vielfältige Leistungen hier anzubieten. Ja, ich bin seit geraumer Zeit jetzt in Judenburg als Geschäftsstellenleiter tätig, seit 1.7. und muss natürlich auch die Zweigstelle in Knittelfeld mitbetreuen. Insgesamt sind wir 39 Personen hier beschäftigt und was uns auch sozusagen als Einstellungsmerkmal prägt, ist auch, dass wir ein Schulungszentrum, eines der größten Schulungszentren in der Region, betreuen müssen und auch Förderungen dorthin fließen, das Schulungszentrum Fonsdorf.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, Judenburg-Knittelfeld wurde zusammengelegt. Was war der Grund für die Fusion? Warum ist das passiert? Der Grund liegt in der neuen Bezirkszusammenlegung, die ab 2012, glaube ich, passiert ist. Und da ist eben der Bezirk Murtal für die ehemaligen Bezirke Knittelfeld und Judenburg neu entstanden. Und das Arbeitsmarktservice hat sich auch sozusagen dadurch verändert, dass man gesagt hat, in einem Bezirk haben wir eine Hauptgeschäftsstelle und wenn es eine zweite Geschäftsstelle dort noch gibt und gegeben hat, wird diese zur Zweigstelle, in unserem Fall ist eben Knittelfeld eine Zweigstelle des AMS Judenburg. Und welche Vorteile bringen diese neuen Strukturen mit sich? Ja, wir sind größer. Wir haben natürlich noch so diese Anfangswehen zu bearbeiten, weil wir natürlich in beiden Geschäftsstellen auf demselben Niveau unsere Dienstleistungen anbieten wollen. Und da gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, die gewachsen sind, natürlich. Es wird immer besser, sage ich. Und das heißt ja auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier entsprechend gut kooperieren und die Abteilungsleiterinnen, die Führungskräfte und auch ich pendeln hier und da, um sozusagen auch die entsprechenden Level zu erreichen. Das heißt, alle Dienstleistungen werden an beiden Standorten nach wie vor angeboten. Für die Menschen gibt es also keine Veränderungen? Für die Menschen gibt es insofern nur kleine Veränderungen. Die erste Veränderung ist, dass wir im Zuge unserer elektronischen Akte, die wird sozusagen, das Papier kommt in der Leistungsberechnung, also Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, wird das Papier wegkommen. Es gibt dann nur mehr die elektronischen Anträge und die kann ich natürlich verschicken und die werden alle in Judenburg bearbeitet. Und das ist auch ein Vorteil, weil wenn man klein ist und Vertretungen braucht und dann jemand krank wird, Urlaub und so weiter, dann habe ich die Dienstleistung oder kann ich die Dienstleistung nur schwer anbieten. Und das ist auch der Vorteil dieser einer der Vorteile dieser Zusammenlegungen. Das ist die eine Seite, also die Berechnungsabteilung des Backoffice, wie wir es nennen. Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, in Knittelfeld haben wir ja das Berufsinformationszentrum neu gebaut, 2013 bezogen, und haben uns sozusagen hingesetzt und haben gesagt, wir wollen die Jugend dorthin bringen, die Lehrstellensuchenden. Und es ist ebenfalls in der Steiermark ein Unikat, dass wir in der Zweigstelle alle Lehrstellensuchenden des gesamten Bezirkes Murtal betreuen, weil wir dort eben die Berufsinformationsstelle oder das BITS die Dienstleistungen dort angeboten werden. Okay, also Schwerpunkt Jugendberatung in der Zweigstelle Knittelfeld. Welche Veränderungen ergeben sich jetzt für Sie mit Ihrer neuen Funktion, außer dass Sie hin und her fahren müssen? Ja, für mich heißt es natürlich eine größere Verantwortung, weil es ja mehr Köpfe sind, die hier sozusagen arbeiten. Es ist aber keine große Veränderung, sage ich jetzt. Also es ist machbar. Wir sind ja gerade inmitten der AMS-Tour zeitlich, glaube ich. Die findet ja von 16. September bis 18. Oktober statt. Was ist das genau? Was wird da gemacht? Das ist unser jährlicher Schwerpunkt. Wir haben heuer sogar zweimal diesen Schwerpunkt gesetzt. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Betriebe sind einfach wichtig. Die Wirtschaft, wenn die Wirtschaft funktioniert, gibt es auch Arbeitsplätze. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service für Unternehmen fahren raus, reden mit den Betrieben, geben Unterstützung, bieten Lösungen an. Wir haben ja einiges an wirklich guten Produkten hier, ob es eine Stiftungsausbildungs- oder Qualifizierungsinstrumente sind. Natürlich Personalvorauswahl spielt eine Rolle. Und wir haben auch diesen Slogan, planen statt suchen, wo man sagt, das planen wir gemeinsam und verzweifeln nicht sozusagen an der Suche, weil es halt niemanden Fertigen mit dieser Ausbildung gibt. Denn es ist noch immer so, dass die Fachkräfte gefragt sind, aber halt nicht vorhanden sind in dem Ausmaß, wie sie, weil sonst würde man auf ein Mismatch machen und nicht in der Lage, sondern wir haben noch immer einen hohen Prozentsatz von Menschen, die keine Berufsausbildung haben, also nur die Pflichtschule. Das liegt so um die 45-48%, je nachdem, ob Saisonspitzen sind oder nicht Saisonspitzen sind. Und da sind wir gefordert,
auch mit den Betrieben die Möglichkeit unter finanzieller Förderung, wenn es möglich ist, speziell bei Älteren den Wiedereinstieg zu unterstützen. Und da reden wir uns den Mund fusselig, würde ich sagen. Es ist sogar so, dass wir zusätzlich Geld bekommen werden, gerade für die Gruppe der älteren ab 50-jährigen Personen. Das ist ja noch beschlossen worden vor kurzem im Nationalrat, ein bestimmter Betrag für Österreich, und wir rechnen damit, dass wir auch natürlich in der Region Murtal was kriegen. Also neben dem Fachkräftemangel, der ja omnipräsent ist, wie schaut denn die Arbeitsmarktsituation im Murtal aktuell aus? Aktuell, ganz aktuell, mit 30.09. ist ja der Statistikstichtag gewesen. Wir haben noch immer einen kleinen Rückgang an Arbeitslosen, minus 20 Personen, aber es ist trotzdem eine schöne Summe mit 1.734 Menschen, die auf Arbeitssuche waren Ende September. Was markant war, dass wir messen ja nicht nur die Arbeitslosenzahlen, sondern geben auch die Schulungsziffern bekannt oder die Teilnehmeranzahl an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, und da haben wir einen Rückgang fast um 20%, also 89 Personen waren weniger in Schulung. Wenn ich das dann zusammenzähle, habe ich nicht minus 1,1%, sondern habe ich gute minus 5% Betroffenheit, sowohl Arbeitslose als auch Schulung. Wie schaut die Situation bei den Lehrlingen aus? Da haben wir ein bisschen eine spezielle Situation. Wir haben Lehrstellenangebote, wir haben aber auch mehr Lehrstellensuchende derzeit noch. Wobei man natürlich auch sagen muss, da muss man immer wieder nachschauen, ob noch aktuell die Suche wirklich vorhanden ist. Aber ich glaube, dass diese Zahlen da sind, die da sind, auch aktuell sind. Und da wird es Berufsorientierungsmaßnahmen geben, Perspektivenwerkstatt genannt, wo wir versuchen, die Jugendlichen zu orientieren in Gruppengröße, zum Beispiel 20 Personen, gemeinsam mit der Schulungseinrichtung, um dann zu schauen, wie kann ich diesem Angebot auch näher kommen. Wir haben ja Angebote in der Gastronomie und so weiter, und wir haben dort kaum Nachfrage derzeit, dass man sagt, also warum möchtest du nicht eventuell doch Restaurantfachfrau, Köchin, Hotelgastgewerbeassistentin, Gastronomiefachfrau oder Fachmann lernen. Also da werden wir versuchen, unser Möglichstes zu tun, aber letztendlich entscheiden die Jugendlichen, gemeinsam natürlich mit den Eltern. Wie wir schon mehrmals erwähnt haben, ihr arbeitet ja nicht nur mit den arbeitssuchenden Menschen eng zusammen, sondern auch eben mit den Betrieben. Welche Bilanz lässt sich dort ziehen? Wir haben die vierteljährliche CMS-Befragung, also Client Monitoring System, wo die Zufriedenheit der Betriebe abgefragt werden. Wir haben eine sehr positive Entwicklung, auf die ich sehr stolz bin, weil das wird nur durch die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unterwegs sind oder auch im Büro das betreuen, also erarbeitet. Dafür ein großes Dankeschön auch an die Mitarbeiterinnen. Aber auch bei den Arbeitssuchenden haben wir dieses Client-Monitoring-System mit Befragungen von MarketMind. Und da haben wir Gott sei Dank auch eine Aufwärtsbewegung in der Zufriedenheit. Welche Prognosen lassen sich jetzt für die Zukunft stellen? Wie wird die Arbeitsmarktsituation im Murtal in Zukunft aussehen? Ja, Prognosen auf das Murtal allein sozusagen zu erbringen, ist schwierig. Wir kriegen die Prognosen österreichweit, wir kriegen sie ja teilweise auf das Bundesland, und wir können sagen, dass es abflaut, die Konjunktur flaut weiter ab. Es sind aber noch Dinge wie Brexit, wie Handelskrieg, China, USA und so weiter, die hier eine Rolle spielen werden, wie sich das wirklich auf den örtlichen Arbeitsmarkt auswirkt. Aber die Flaute spüren wir schon. Und in dem Zusammenhang hoffen wir, dass es nicht zu arg wird. Wir wissen ja nicht, was wirklich jetzt diese neuen Pensionsregeln mit 45 Jahren und 62 in Pension gehen, ob nicht da viele Leute dann sagen, okay, jetzt gehe ich, und dann haben wir wieder einen Fachkräftemangel. Das könnte passieren. Aber die Aussage, die wir zuletzt bekommen haben von der Firma Synthesis, die unsere Studien zur Verfügung, die Studien für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, sagen, dass es eigentlich eventuell so auf das Niveau 2018 gehen wird. Also schon ein Anstieg, aber nicht wirklich ein großer Anstieg. Okay. Hoffentlich. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich habe noch einen kurzen Wortrap vorbereitet. Ich sage ein Wort und Sie sagen mir, was Ihnen spontan dazu einfällt. Aus- und Weiterbildung.
sehr wertvoll. Beruf? Wichtige Entscheidung. Lehre? Oft unterschätzt, bietet aber große Möglichkeiten. Fachkräfte? Derzeit ein Mangel. Und zu guter Letzt Zukunft? Ich hoffe, sie wird besser. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich. Dankeschön. An dieser Stelle folgen auch schon unsere Kurznews aus der Region. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. In Apfelberg fand eine Flugdienstfortbildung des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark statt. Übungsannahme war ein Waldbrand in unwegsamem Gelände in Kleinlobming. Jedes Jahr müssen in der Steiermark Feuerwehren zu Waldbrandeinsätzen ausrücken. Aufgrund des oftmals schwer zugänglichen und steilen Geländes am Berg sind die Einsatzkräfte auf Hilfe aus der Luft angewiesen. Insgesamt nahmen an dieser Fortbildung 62 Mann der Flugdienststaffeln Nord und West mit den Stützpunktfeuerwehren Scheifling und Eigen-Enztal und die Piloten des österreichischen Bundesheeres und der Flugpolizei teil. Auch die zweite Murtaler Wanderwoche war mit rund 300 Wander- und Radbegeisterten ein großer Erfolg. Mit beispielsweise der Hochmoorwanderung in der Gahl, dem Radio Grün-Weiß-Wandertag oder der Jodelwanderung war für jeden etwas dabei. Bei der märchenhaften Familienwanderung in St. Georgen entdeckten Kinder und Eltern bei tollen Zwischenstationen mit Steckerlbrot, kleinen Snacks und musikalischer Umrahmung das Wandergebiet rund um den Märchenwald. Abschließend ging es beim Rad- und Erlebnis Wandertag zu Fuß und auf dem Rad zum Almstüberl in die Gahl. Das war unser Obersteiermark-Magazin. Ich hoffe, es war Interessantes für Sie dabei. Besuchen Sie doch unsere Homepage www.kanal3.tv oder unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Facebook, YouTube und Instagram vertreten. In der Murtaler Zeitung gibt es jede Woche eine aktuelle Programmübersicht. Ich sage danke fürs Zusehen, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.